Jetzt ist ein Moment gekommen, wo wir euch mitnehmen werden. Dieser zweite Versuch ist jetzt zu Ende und wir sehen jetzt das Testergebnis. Oh, ich hasse diesen Moment. Nee, bitte noch nicht. Ja, dann warten wir noch. Okay. Ja. Guten Morgen, Freunde. It's Sunday. Und Sunday ist für uns nie der Sonntag, wie er eigentlich sein sollte. Für uns ist Sonntag eigentlich immer ein Arbeitstag, weil das so ein Tag ist, wo einen niemand irgendwie nervt, irgendwie nie irgendwas Kurzfristiges kommt oder so, sondern man immer weiß, okay, guck mal, heute ist Sonntag, heute passiert eh nichts, nichts hat offen, alles ist so closed. Keiner kann irgendwie mehr anrufen und sagen, jetzt muss das passieren oder so. Und man kann sich vor allen Dingen auch nicht so gut ablenken lassen. Und dementsprechend ist für uns Sonntag immer ein Arbeitstag. Ich sitze gerade schon am Laptop, muss ein bisschen was machen, ein bisschen Papierkram, ein bisschen Steuer. Und my wifey ist drinnen, ein paar Koops drehen, also ein paar Snippets, Stories ready machen. Aber das Wetter, kann ich euch sagen, ist. Ich habe übrigens eine Hose an, ne? Also, das Wetter ist übrigens wunderbar. Es ist wirklich ein Träumchen. So, Leute, guten Hallo, Morgen. ich Die bin junge Dame ist jetzt Holly. auch da. Was heißt denn hier auch da? Ja, ich weiß, du warst. Ja. Die hat hier vorher schon ganz viel geworkt um 7 Uhr. Ich bin erst viel später aufgestanden. Es tut mir leid. Ich habe heute Morgen schon ein frisches Brot gebacken, weil ich es gestern nicht mehr geschafft habe. Schaut euch dieses Prachtstück an. Pah. Das hast du wirklich. Boah, das ist nochmal ein Leute, Ticken besser als das also es letzte, ist ne? so geil, diese Brotschneidemaschine zu haben. Ja. Jetzt kann ich immer so alle halbe Stunde so eine Scheibe abschneiden. Ja, gönn dir guten Hunger. Ich frühstücke jetzt auch mal was. Ich habe nämlich noch nichts gegessen. Und es ist schon 13:30 Uhr. Deswegen, Mampfi, Mampfi. Freunde, das war mit Abstand das Witzigste, was wir je erlebt haben. Wir waren gerade, wie ihr gesehen habt, mit Juli, ein bisschen spazieren, ein bisschen Gassi gehen. Und wir waren wieder an unserer Wasserstelle, da wo er beim letzten Mal sich auch die Wasserroute geholt hatte. Wir haben heute ein bisschen aufgepasst, dass er nicht so viel im Wasser an sich spielt. Und es war wirklich so witzig, ihr habt ja die Aufnahme gesehen. Die beiden haben, ich weiß nicht, kann man das Spiel nennen? Ich würde sagen, schon auf ihre eigene Art und Weise. Die haben wirklich 20 Minuten lang so gespielt, gebellt, wieder ein bisschen hinterhergelaufen, wieder gebellt, Das ist gespielt. wie Das war. übertrieben. Die haben so lange und so laut sich die ganze Zeit. Aber es war wie ein Spielen irgendwie. Die waren die ganze Zeit gebellt. Ohne Pause. Es war Aber so gar nicht bösartig, lustig. sondern so richtig spielend halt, ja, war schon. Wir meinten so, weil Juli ja so oft auch so bellt. Oh mein Gott, hat Juli das erste Mal in seinem Leben eine Spielgefährtin gefunden, die sein Spielverhalten versteht, so mit Ja. dem Bellen und so. Er sah so glücklich aus und die ganze Zeit Er hat sich auch während dem Bellen immer richtig gefreut. Das war irgendwie ganz, ganz süß. Oh mein Gott, Leute, seht ihr sie? Oh nein, ich habe sie nicht mehr drauf bekommen. Wir hatten eine Schlange hier gerade. Eine mini, mini, mini kleine Schlange. Gibt hier Schlangen? Was war das für eine Schlange? Verdammt, wieso habe ich sie nicht auf Kamera bekommen? Dann hättet ihr uns bestimmt sagen können, was das ist. Ich bin Hä? richtig schockiert. Oh Mann. Die war maximal so lang. Also unsere beiden, ja so. Aber sie hat sich die ganze Zeit so So ge. halt wirklich wie eine Schlange. Warte mal, sind das nicht Blindschleichen? Heißt das nicht so? Weiß ich nicht. Ich glaube schon, oder? Waren das eine Blindschleiche? Eine Blindschleiche. Ich glaube, das war das. Oh, wie verrückt. Habe ich noch nie gesehen hier. So was habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Krass. Abenteuer Wildnis. Ist eine Blindschleiche? Ja? Abenteuer Wildnis mit Kobi und Mone. Ich wusste nicht, dass es sowas hier gibt. Ich ekel mich gerade. Ach Quatsch, die Dinger sind doch Hier. süß. Ja. War eine Blindschleiche, ne? Ja, war eine Blindschleiche. Krass. Erste Mal in meinem Leben und ich bin quasi im Wald aufgewachsen. Habe ich noch nie gesehen. Bei uns wirklich das erste Mal. Verrückt. Sachen gibt's, da ist man schon fast 30. Und ja, lernt trotzdem nie aus. Was tust du mit Ich unserer drücke ihn nicht mal. Ich drücke ihn nicht mal. Da Mayonnaise? kommt einfach so viel raus. Was tust du? Ich hasse es ja, Ich wenn habe da so nichts drumherum so gemacht. eklig ist, ne? Wir sind lecker Oh, am ja. Grillen. Es gibt Scheiß Burger und Kamera. Veggies auf Kamera. Jemand muss es fangen, ich bin's nicht. Ich bin's Achso. nicht. Achso. So, bei uns gibt's lecker Burger. Lassen wir uns jetzt schmecken. Schaut euch bitte mal meinen Burger an. Ich weiß gerade nicht, was ich mir gebastelt habe oder was ich mir dabei gedacht habe. Wie soll ich den essen? Ich habe hier ein Veggie-Hähnchen, Salat, Tomate, Gurke, Jalapenos, Salat, ein Camembert. Das ist eine Monstrosität. Oh mein Gott. Wenn ihr den ersten Bissen. Oh, es läuft überall raus. Guck, was soll ich tun? Schnell. Ah, okay. Oh, Einfach Gott. beißen, Babe. Was wir immer vergessen haben. Freunde, ich habe keine Ahnung, was hier abgeht, aber der Hund, irgendwas, ich zeige es euch. Drei Leute, um Juli stillzuhalten, damit er sich richtig kämmen lässt, mal. Mit Käse, Vicky besticht mit Käse, Hans Ich hält halte seine nicht, ich mache Hinterpfoten Beinmassage. fest, Beinmassage und Mone muss da richtig Käse kämpfen. Guck mal, das haben wir an Fell schon geknirscht. weggeschnibbelt. Oh, Jesus, das ist so
Ist das fein? Gut, gut, sehr gut. Hallo Freunde, willkommen zur späten Stunde. Wir haben heute lecker gegessen, haben einen schönen Abend gehabt. Jetzt sind alle weg und wir sind im Bett. Und das um 11 Uhr. Wie Rentner. Und es ist einfach nur toll und wir lieben es. Gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen. Da hat sie sich erschrocken, der kleine Bart. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen, du hast die Szene hier draußen nicht unbedingt im Querformat nochmal gefilmt, ne? Das war so süß. Juli ist von oben runtergekommen mit uns, ne? Und hat direkt einfach weiter gepennt. Ist noch draußen, hat sich auf die Liege gelegt, in die Sonne und hat geschlafen. Was? Das ist eine neue Angewohnheit von ihm. Früher ist er ja immer lieb geblieben. Mittlerweile schläft er nur noch im Winter so lange, kommt im Sommer immer übel früh mit mir runter und legt sich dann draußen in die Sonne und schläft weiter. Ja. Aber so richtig ratzen, also so schon, dass man ihn leicht schnarchen hört fast. Kleine ganz kurze Frage, Frau Mahoni. Warum machen Sie sich schon wieder hier unten fertig jetzt? Ja, weiß ich auch nicht. Ist manchmal einfach so. Manchmal im Jahr überkommt mich das und dann mache ich es einfach hier. Wir haben uns jetzt überlegt, dass wir unseren Kivo-Prozess ja wirklich hier auch begleiten. Ne? Haben wir euch ja auch so gesagt. Und jetzt ist ein Moment gekommen, wo wir euch mitnehmen werden, weil wir haben euch ja im Kivo-Update gesagt, dass wir gerade jetzt im zweiten Versuch sind. Und dieser zweite Versuch ist jetzt zu Ende und wir sehen jetzt das Testergebnis. Wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, sind wir extrem aufgeregt und extrem nervös. Und da kann jetzt, also ist natürlich nur zwei Optionen, entweder ja oder nein, aber ja. Okay. Oh, ich hasse diesen Moment. Ja, ich auch. Man will sofort umdrehen und gucken, aber man will auch irgendwie Stunden warten, weil man Angst hat, dass da was Negatives ist. Aber, ne? Ja, du brauchst das nicht jedes Mal. Doch, das muss ich jedes Mal sagen, Schatzi, doch. Ich bin bereit, wenn du es bist, ja. Atme noch mal tief durch. Wir haben noch keinen Zeitdruck. Ich will ja nichts Schlechtes sehen. Also das ist doch der, wo nur Plus und Minus stehen kann, ne? Ja. Nee, warte. Ich will nicht. Nee, bitte noch nicht. Ja, dann warten wir noch. Okay, doch, ja, ich will wissen. Sicher? Nee, okay. Ja. Aber hat es denn, ist das der Kontrollstreifen, dass es funktioniert hat, ne? Ja. Ich habe das Gefühl, ich bin mental für so einen Weg nicht stark genug. Doch, das, dafür hast du doch mich, der dir immer gut zuredet. Hm? Ja, Freunde. Wir haben gerade die Kamera einfach laufen lassen und jetzt nicht irgendwie zu euch gesprochen oder so. Wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, hat Versuch 2 nicht geklappt. Aber es ist ja auch erst Versuch 2. Das habe ich auch Mone versucht gut zuzusprechen. Aber Mone hatte irgendwie so, ich weiß nicht, so ein paar Anzeichen die letzten Tage, wo wir dachten, ne, sie hatte irgendwie sich ein bisschen komisch gefühlt, dann 2-3 Mal morgens Übelkeit, dann haben wir ja schon panisch gegoogelt, ob es überhaupt sein kann. Ob man so früh schon Übelkeit hat, gäbe es wohl die Option. Keine Ahnung, das ist irgendwie halt ja immer so ein bisschen schwer zu greifen und gerade wenn man in so einer Situation ist, greift man ja irgendwie nach jedem Strohhalm. Aber ich habe jetzt auch zu ihr gesagt, da lernen wir da was draus, dass wir auf deinen Körper nicht hören können und am Ende des Tages müssen wir einfach abwarten und hoffen und ja, unser Bestes geben. Ich habe jetzt bald die Woche, werdet ihr auch im Blog sehen, Termin beim Urologen, damit auch mal meine Seite abgecheckt wird. Finde ich auch sehr, sehr wichtig und muss auch sein. Weil wenn es jetzt dazu kommen sollte, dass bei mir auch irgendwas nicht 100% korrekt ist, dann ja, muss man sich noch andere Sachen überlegen. Weil dann wird halt schwer und schwer wird noch schwerer. Ne? Also wenn es schwer und gut ist bei mir, dann kriegt man es wahrscheinlich irgendwie auch so hin. Aber wenn es schwer und schwer wird, dann müsste man halt schauen. Ja, deswegen bin ich da jetzt auch bald. So, okay. Wir müssen jetzt ein bisschen arbeiten und ja, dann mal sehen, wie der Tag so läuft. Und da schlechte Werte von der Schilddrüse auch dazu beitragen, dass ein Kinderwunsch schwierig werden könnte, dann hat er gesagt so, ja, dass sein Wert so schlimm, sage ich mal, ist, dass es schon ein großes Hindernis für einen Kinderwunsch ist. Oh Gott, ich bin geflasht von dir. Gott, es hat gematcht mit dir. Wow.